Willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars, die komplette Saga. Im letzten Part haben wir Episode 2, Kapitel 3, Droidenfabrik abgeschlossen. Und heute wollen wir, also jetzt wollen wir uns Kapitel 4, Jedi-Schlacht widmen. Ah, das ist in der gynosianischen Arena, wenn ich mich richtig erinnere. Ich dachte euch, das wäre ein anderes Level, na egal. Episode 2, Angriff der Klon Krieger. Kapitel 4, Jedi-Schlacht. Beim Versuch, Obi-Wan Kenobi von Geonosis zu befreien, werden Anakin Skywalker und Padme Amidala von Jango Fett gefangen genommen. Obi-Wan hat ein Notsignal an den Jedi-Rat geschickt, doch die Lage scheint hoffnungslos zu sein. Zumal Kandoku, der Führer der Separatisten, die Hinrichtung unserer Freunde persönlich überwacht. Ja, hier geht es eigentlich nur darum, Ruinen zu zerstören und Verbündete zu befreien. Wir spielen Mace Window. Irgendwie, wie er springt, ist irgendwie komisch. Hatte? Ja. Da. Doppelsprung. Egal. Warte mal, komm mal runter. Gut, jetzt haben wir sie freigeschaltet. Und da oben sind zwei Minikits, die man nur mit einer Charakter mit Blaster reicht. Da oben braucht man, glaube ich, Charger oder so. Also Minikit brauche ich zwei Jedi, den zweiten Jedi habe ich nicht dabei. Muss ich erst noch befreien. Ich fange gerade auf, das erste Mal, dass wir gegen Kampf für ihn kämpfen. Trotzdem ist ein bisschen nerviger. Aber auch verständlich, oder? Ein super Kampf mit zwei Schlägen tot. Und Riedig hat auch irgendwie, keine Ahnung, 20 Schläge. Ist tot. Nicht sterben? Ja, toll, das hätte ich schon früher machen sollen. Nee, da kommt schon noch ein Power-Up raus. Oh, wir waren gerade auch gefangen, dann werde ich ihn befreien wir gleich. Erstmal, jetzt wird es hier oben Minikit holen, dann gehen wir auch gleich nochmal zurück und holen das andere Minikit. Dann schaffe ich es dann die Mitte den Tausender zu holen. Aber ich habe es auf jeden Fall geschafft. Kommen auch unendlich Gegner, es bringt eigentlich gar nicht, sie auszuschalten. Hier ist irgendwas abgestört. Da ist eine Bombe. Und ist da sowas rausgekommen. Da ja, Obi-Wan. Anakin, sorry. Guck mal her. In der Mitte durchlaufen geht nicht. Glaube ich. Ja, seht ihr, hier kommt eine unsichtbare Wand. Aber man kann drumherum laufen. Ich würde mal sagen, besser als nichts, ne? Brauche ich mir jetzt noch kurz ein Upgrade. Oder Power-Up halt. Und gehen zu Obi-Wan. Ja, schön, bevor das Power-Up abläuft. Da oben würde ich theoretisch hinkommen. Ich brauche aber dennoch
Kopfjäger oder Stoffentruppe oder Klontruppe. Ob es nicht da. Voll. Warte, ich guck mal nach, was man dafür braucht. Stormtrooper oder Klontrooper? Ey, bleib doch irgendein Jedi, ich brauche einen Jedi. Wie viel war denn hier mit Dingsfester? Mess mit dem Spiel. Brauchen wir mehr Spaß auf den Obi. Waren. So, jetzt haben wir glaube ich alle befreit. Jetzt müssen wir glaube ich nur noch kämpfen. Ja, da brauchen wir einen kleinen Charakter und erst mit dem Zug kann er ja leider nicht durch. UKGX machen wir ja eh. Ja, hier muss man die glaube ich auch noch erst suchen. Ich glaube bei ja doch bei jeder Bombe sollte ich hier anscheinend ein Power-Up geben. Ja toll. Habe ich jetzt. Kann ich wieder abbauen. Aber ich war noch nicht ganz prompt. Ah, hier sind hier rausgekommen. Und da, guck mal, was liegt da hinter diesem Pfeiler? Ein Medikit. So. Ob es echt nicht geht. Ich hoffe, dass ich mich auf diesen grauen Teil da setzen kann. Nein. Gut, und kriege ich jetzt den letzten. Und da kommen noch mehr. Super Kampf, ich will mal testen, was kann ich bei dem mit der machen. Anstatt doch drei Stellen, dann haben wir das gleiche. Und die sind nur genommen, wenn ich damit. Wenn ich Super Kampf in den anderen Super Kampf reinschleudere, dann ist der eine tot. Und ich komischerweise, wie ich kann nicht geschaut. Ja, ich will mein Geld auch nicht mehr sagen. Scheiße. Hier links im gelben Kopf oder hier. Oder da. Ich glaube, keine originalen Videos auf dem Film, sondern einfach irgendwelche, die Entwickler von dem Spiel hier eingebracht haben. Ein rotes Druide noch. Und noch ein Power-Up hier. Würde ich das jetzt mal eröffnen, wenn jetzt. Ich verbrauche nur Zeit. Jetzt können wir. Ich hab das voll vergessen, ich will ja mit Fans nicht reden. Ich kämpfe mir anscheinend gegen Django Fett. Da müssen wir Schüsse zurücklenken. Da ist er einfach dabei. Sorry. Hab ich ihn nicht gefällt. Wer war ich so oder Django Fett? Ist da irgendwo Power? Das Shakti. Also nervig. Und Django. Hälfte leben noch. Kaputt. Lass mich in die Mitte, ich sehe dich da nicht mehr. Noch besser wäre es, wenn du stehen bleibst. Willst du in die Klappe rein oder wie? Level abgeschlossen, freies Spiel freigeschaltet.
Wir haben Mace Windu bekommen. Padme gekratzt. Und nochmal schnell Jango Fett getötet. Und wir haben unsere 500.000 Stats. Wir haben 5 Minikits, wir haben 4 Minikits, nochmal 2 goldene Steine und geht zurück zum Boss Eis der Katina. So, ich bin nach dem letzten Part nochmal hier kurz rumgerannt. Warum sind die aus? Bin nach dem letzten Part nochmal kurz rumgerannt. Dann habe ich hier rechts das in der Ecke gesehen. Irgend so ein, weiß nicht, was soll das sein? Eine Jukebox? Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht's dann im nächsten Video weiter mit. Auf jeden Fall geht es ja im nächsten Video weiter mit Kapitel 5. Ich glaube, das war ein Fahrzeuglevel. Ja. Das war's erstmal mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.